Hallo meine Lieben, heute haben wir Tag 20, das heißt wir haben heute 60 Squats, aber dafür mit Kurzhanteln. Wer keine Kurzhanteln hat, der soll sich einfach bitte zwei kleine Wasserflaschen hinzunehmen. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt an. Nach 30 Squats gibt es wieder eine kleine Pause von ca. 10 Sekunden. Dann zeige ich euch die nächste Variante und dann knüpfen wir direkt an mit den nächsten 30 Squats. Alles klar, come on, 60 Squats to go. Es geht los, ich zeige euch das erste. Ihr geht wie immer mit dem Gesäß nach hinten unten, der Bauch ist immer fest, der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und wir nehmen die Arme komplett nach vorne auf Schulterhöhe und gehen tief. Okay, come on. 3 mal 10 und 10, 9, 8, 7, 6, come on, 5, 4, 3, 2, 1, 2 mehr und 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1 und nochmal 10, 9, 8, 7, noch 6, noch 5, 4, 3, 2 und 1 und kurze Pause. Okay, es geht direkt weiter, indem wir jetzt gleich den Rücken trainieren. Ihr nehmt die Hanteln schräg ganz eng am Oberkörper vorbei und dabei gehen wir gleichzeitig wieder tief. Okay, gut, dann würde ich sagen, es geht los. 3 mal 10 und bitte. 10, 9, 8, 7. Jetzt nehmen wir auch schön den Rücken mit. Sorgt dafür, dass ihr die Schulterblätter hinten feste zusammenzieht. Okay, noch 5, 4, kommt schön tief mit den Squats, noch 3, 2, 1, noch 10, Bauch ist fest, come on, 7, 6, 5, 4, die letzten 3, 2, 1 und wiederholen noch einmal. 10, come on. 9, 8, komm schön tief. 7, 6, noch 5, 4, come on. Letzten 3, schön. 2 und der letzte. Unten halten, unten halten, unten halten und wir lösen. Gut gemacht. Wir sehen uns morgen wieder mit den Kurzhanteln bei Tag 22. Tschüss, bis morgen.